alle Bilder haben eine Geschichte, wieso ich das gemalt habe. Und ich male seit meiner Kindheit. Das war meine zweite oder dritte Leidenschaft. Musik, Theater und Malerei. Und unbewusst, das war irgendwie, ich habe musiziert, irgendwo gespielt, Konzerte oder Hochzeit. Und war ich Theater zum Beispiel auch als Kind. Und dann irgendwann nach Hause gekommen und ich war müde. Dann habe ich gemalt. Und das hat mich irgendwie, es war wie Relax für mich. Diese Seiten sind alle von einer Situation, also von Leben, von Erinnerung. Es sind viele, die Namen tragen, warten auf. Warten auf. Und dann ist offen. Warten auf. Wir warten immer auf etwas. Jeden Tag, jedes Monat, jedes Jahr. Wir warten auf irgendwelche unsere Pläne, die wir geplant haben. Warten wir, dass Mittag kommt und dass wir essen. Warten wir, dass ein Projekt so genehmigt ist. Wir warten, dass wir einen besseren Job finden oder ein Bild, neues Bild malen. Dieses Bild hier, ich und mein Bruder, wir sind mit meiner Großmutter. Und am Ende von Monat hat meine Großmutter Rente bekommen, immer. Ende von Monat haben wir den ganzen Tag so gewartet, dass der Post kommt. Weil damals, in dieser Zeit, hat der Postbote dieser Check oder direkt Geld für Monat. Und so haben wir gewartet. Und meine Großmutter ständig, sie kocht was oder machte und sagt, bleibt ihr hier und sagt mir Bescheid, wenn der Postbote kommt. Und das ist es auch für mich so komisch, aber auch tragisch. Dieses Bild ist eine von meinen persönlichen Bildern. Das ist der Raum und man sieht hier Van Gogh, Picasso und Kandinsky Motive. So hängt denn damals in unserem Haus, in einem Roma-Viertel, die Bilder in einem Roma-Haus. Und das war meine Raum. Als ich weg war, ich bin mit meiner Großmutter groß geworden. Und meine Großmutter hat den ganzen Tag in diesem Raum verbracht. Meine Cousine hat mir immer erzählt, sie geht immer da in den Raum, wo deine Bilder hängen, und sagt, der ist genau jetzt hier. Also, weil seine Bilder stehen hier und ich fühle mich so, als er hier ist. Und weil ich dürfte fast 5 Jahre nicht nach Mazedonien, wegen Krieg und so. Und das ist meine, sage ich, Lieblingsbild oder etwas, was mich persönlich erinnert an diese Zeit. Wie nennen wir diese Ausstellung? Muss einen Namen haben. Dann habe ich mir gedacht, überall, wenn du über Roma was siehst, dann steht immer Roma, 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 weiß ich nicht, Roma, weiß ich nicht, Roma, da, 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 da. Dann habe ich gesagt, das ist langweilig. Wir benutzen dieses Wort Roma, aber dann tun wir Romano, Romano Art. Romano ist, kommt aus Roma. Romano ist wie englische, französische,
italienische Art. Man kann nicht sagen Frankreich-Art geht, aber oder England-Art oder Italien-Art. Man sagt italienische Art. Dann habe ich gedacht, okay, die ganzen Bilder haben mit Roma klar zu tun und die Farben sind. Ich habe mein ganzes Leben diese unterschiedlichen Maler studiert, zu Hause oder in der Bibliothek. Und ich habe gelernt, dass die es gibt Unterschied, welche Farbe, warum man benutzt und was sagt oder was zeigt. Dann habe ich mal gesagt, okay, die Farben zeigen unser Leben. Roma, so Vielfalt im Sinne in ganze Welt gestreut und von alles, von allen Farben, egal musikalische oder Kunst oder Literatur, haben die zu sich genommen und Neues entstanden.